Im heutigen Video geht es um das nächste 1:1 NFT Artwork von Marvel, was wir sehen werden. Außerdem reden wir über das Vivi-Logo. Wie wertvoll ist das wirklich? Und wir schauen uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an. Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-OG. Heute mit den wichtigsten Vivi-NFT-News, die du auf jeden Fall wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und starten direkt rein mit dem ersten Thema. Starten wir doch als erstes ganz kurz mit einem Feature rein, und zwar nämlich mit den Briefmarken. Und dort wurde ja schon vermutet, dass wenn man alle 5 Briefmarken hat, dann auch sozusagen ein gesamtes Konzert hat. Das ist auch der Fall. Das heißt, du brauchst insgesamt alle 5 Briefmarken und musst sie dann so wie hier platzieren. Und dann hast du ein gesamtes Konzert. Finde ich eine sehr, sehr schöne Lösung. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir dadurch noch in der Zukunft sehen werden. Außerdem könnte auch das schon unter die Kategorie Musik fallen. Meiner Meinung nach jedenfalls. Denn wir haben ja auf jeden Fall hier Musik mit drin. Das ist ein kleines Stück. Das ist natürlich jetzt nicht diese Art von Musik, dass wir hier irgendwie eine Schallplatte haben und da ist jetzt irgendwie was von einem bekannten Künstler drauf, aber es handelt sich an dieser Stelle trotzdem um Musik. Ja, und das nächste Comic steht natürlich auch vor der Tür und wir sehen hier die First Appearance of Hobgoblin. Das Ganze ist Amazing Spider-Man Hashtag 238 von 1963 mit exklusiven Rare und Ultra Cover natürlich wie immer. Das Ganze wird am Dienstag, dem 18. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit, natürlich wie immer im Blindbox-Format droppen. Ich persönlich finde tatsächlich das ganze Cover sehr, sehr cool. Also mir gefällt das auf jeden Fall sehr. Ich werde den definitiv auch mitnehmen, wenn ich dort auf jeden Fall was bekommen werde. Ich denke mal, das wird aber eine ganz normale Edition sein. Und so viele Leute werden jetzt daran auch nicht teilnehmen. Wie schon erwähnt, wir schauen uns das Ganze natürlich auch nochmal auf GoCollect an. Insgesamt, ja, eine 9.6 kriegt man für in etwa $1000. Ist schon etwas teurer als viele andere Comics, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, auf jeden Fall ein Comic, was man mitnehmen kann, wenn man hier auf jeden Fall die Cover gut findet. Und als nächstes gibt es direkt nochmal was von Spider-Man, und zwar nämlich das Artwork. Und ja, das habe ich ja tatsächlich schon vor etwa einer Woche vorgestellt, wo ich ja schon vermutet habe in meinem Video, dass wir hier tatsächlich auch das ganze Artwork versehentlich schon geleakt bekommen haben. Und tatsächlich gab es auch einen Tweet, wo dann der 12. Oktober drin stand. Das heißt nämlich eine Woche davor sozusagen. Also wir hätten das eigentlich letzte Woche sehen sollen. Warum auch immer, haben wir es aber nicht gesehen. Jetzt sehen wir es aber. Und ja, selbst David Yu hat an dieser Stelle gesagt, dass er wahrscheinlich daran teilnehmen wird. Wir sehen hier das Miles Morales Spider-Man Hashtag 1 Comic. Meiner Meinung nach wirklich das coolste Artwork, was wir bis jetzt gesehen haben. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir hier tatsächlich sogar einen Preis bis $30.000 sehen könnten. Einfach weil wir es hier mit Miles Morales zu tun haben und wirklich mit einem unfassbar schönen Artwork. Wenn dir das ganze Video übrigens bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like, um mir zu zeigen, dass ich auf jeden Fall, so wie ich es jetzt gemacht habe, weitermachen sollte. Und außerdem sehen so viel mehr Leute auch noch dieses Video. Ja, und nun lasst uns mal ein bisschen über das Vivi-Logo quatschen. Ich weiß, es haben nicht viele Leute von euch da draußen das Vivi-Logo, aber ich finde, darüber wird ja gerade ziemlich ein Hype gemacht und da muss man auch mal ein bisschen drüber reden. Prinzipiell kann ich euch auf jeden Fall erstmal hier das Video von Randy Chavez empfehlen. Der hat das sehr, sehr gut zusammengefasst meiner Meinung nach und bildet hier auch sehr schön die Möglichkeiten ab. Natürlich wird es etwas sein, was sehr, sehr exklusiv sein wird und für eine bestimmte Anzahl von Leuten verfügbar sein wird. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem eine sehr interessante Sache, die Vivi auch gebracht hat, die eigentlich am Anfang mehr als Gag gemeint war, aber jetzt tatsächlich ganz ernst gemeint ist. Natürlich, es gibt mittlerweile keine Karten mehr zu haben, aber nichtsdestotrotz wird es, denke ich, immer noch Leute geben, die da draußen auf jeden Fall ihr Vivi-Logo verkaufen. Und dementsprechend, wer weiß, vielleicht bekommen wir auch irgendwann mal eine zweite Series. Wir wissen es nicht, aber nichtsdestotrotz, wer auf jeden Fall von euch da draußen ein Vivi-Logo hat, ich kann nur sagen, ich werde persönlich meins definitiv behalten. Denn, ja, wie Randy schon in seinem Video sagt, das ist einfach momentan, ja, mit einer der Grails. Und für mich persönlich ist es auch tatsächlich ein Grail. Und wenn man sich einfach mal den Preis momentan auf dem MyNFT-Tracker anschaut, ja, das ist natürlich schon ein sehr, sehr stolzer Preis. Das muss man einfach so sagen. Wir reden hier momentan von einem Preis von 4.550 US-Dollar.
Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Menge, das kann man auf jeden Fall nicht leugnen. Und wir sind jetzt hier auch momentan tatsächlich auf einem All-Time-High. Die Frage ist natürlich jetzt momentan, wer sich jetzt natürlich hier noch für in etwa 4.000 bis 3.000 Eins holen möchte. Da würde ich auf jeden Fall noch warten. Ich denke, es wird nochmal Leute geben, die das Ganze drunter verkaufen werden, aber es wird schwieriger. Einfach, weil die Utility jetzt auch in Anaheim natürlich sehr, sehr ausgenutzt wird und dort natürlich extrem viele Leute auch hinkommen werden. Und versuchen werden, auch das Vivi-Logo dort zu nutzen, was ja auch Sinn macht. Das Vivi-Logo natürlich mit unter 500 Editions wahrscheinlich, ist schon etwas, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Aber wie schon erwähnt, also jeder, der auf jeden Fall ein Logo hält, dem kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, überlegt es euch genau, ob ihr das Ganze verkaufen wollt oder nicht. Denn ihr habt es hier wahrscheinlich mit einer der Grails zu tun. Und wenn man sich das Ganze auch preislich mal anschaut, momentan steht dieses ganze Vivi-Logo über dem Wert des Walt Disney Mickey Mouse Collectibles. Also ich persönlich gehe jedenfalls davon aus, dass wir tatsächlich sogar im Bullrun Preise von über 100.000 pro Collectible sehen könnten. Einfach aufgrund dessen, weil es halt so rar ist. Wir reden hier wie gesagt von in etwa 500 Editions. Und wenn man davon ausgeht, dass Vivi irgendwann mehrere Millionen Nutzer hat, dann ist dieses Collectible einfach wahnsinnig wertvoll. Und wir sehen jetzt auch schon in Anaheim, was für eine Utility das ganze Collectible bekommen wird und was auch David Yu bzw. Dan Crothers, die beiden CEOs, auf jeden Fall auch mit diesem Collectible geplant haben. Ist natürlich an dieser Stelle für euch da draußen keine Kaufempfehlung, denn es ist einfach mal sehr viel Geld, was man dafür ausgibt. Aber meine Meinung dazu ist, es wird sich lohnen. Es wird natürlich noch eine lange Zeit sein, die man das Ganze hodeln muss und wo es vielleicht dann auch ein bisschen im Plus ist, vielleicht ein bisschen im Minus ist, wie es halt dann im Bärenmarkt so ist. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, wenn man Long-Term das Ganze sieht, dann fährt man damit auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte tatsächlich auch vor, es zu verkaufen und es wäre wahrscheinlich auch verkauft worden, hätte ich es drin gelassen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, denn die Utility ist einfach für dieses Collectible unglaublich. Und ansonsten war es das jetzt mit diesen ganz kurzen News zum Montag. Wenn dir das ganze Video gefallen hat an dieser Stelle, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.